Moin Freunde, was geht? Wir springen rein in die dritte Folge mit dem FC Augsburg und ihr könnt es sehen, wir sind Tabellenletzter und ja, wir haben schon 10 Gegentreffer und erst ein Tor geschossen, das muss ziemlich besser werden. Ich bin in der heutigen Folge den Monat September und den Monat Oktober und nach dem Intro starten wir rein in diese Episode. Bevor ich euch das Programm zeigen werde, liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt doch gerne einen Kommentar rein für den Algorithmus, um mich zu supporten. Wir haben gleich schon die 200 Abonnenten geknackt. Das ist für mich ein riesen Meilenstein zu Beginn von YouTube oder besser gesagt von einem kleinen Kanal wie mich. Und ja, ich würde sagen, im ersten Monat ist klar, was wir selbst zocken werden. Das ist der RB Leipzig, ganz klarer Fall. Wir gehen immer rein in Schnellsimulation, damit einfach das ganze Ding schneller vorbeigeht. Und ja, im Monat Oktober weiß ich noch nicht, was ich selbst zocken werde. Wir schauen am 1. Oktober, wieso die Tabellensituation ist, was am meisten Sinn macht. Macht eine Direktpartie gegen Heidenheim mehr Sinn als eine Partie gegen Wolfsburg oder Freiburg? Das müssen wir alles schauen. Und wir sehen, die Freigabesumme für Niklas Dorsch wurde gezogen. Ja, er wird im Winter wechseln. Sevilla ist einfach die größere Nummer und das ist einfach auch ein Verein, wo er hinpasst. Also deshalb ist hier klar, Niklas Dorsch wird uns wahrscheinlich im Winter verlassen. Somit würde ich sagen, springen wir rein in die Simulation gegen den VfL Bochum, also in die Schnellsimulation. Und ja, es gibt hier ein 1:1, der erste Punkt ist gut in der Bundesliga, aber deutlich zu wenig gegen ein Team wie Bochum. Und jetzt ist es offiziell, Niklas Dorsch wechselt im Winter zu Sevilla für 18,7 Millionen. Nun geht es rein in die Simulation gegen RB Leipzig. Und da verlieren wir knapp mit 2:1 und Niklas Dorsch trifft hier und ist der dritte Torschütze in dieser Bundesliga-Saison. Nun geht es rein in die Simulation gegen Mainz und da dürfte schon mal ein Dreier herausspringen. Aber nein, wir holen den nächsten Punkt zum Glück. Ja, aber ja, immer noch nicht ein Dreier geholt. Hier seht ihr die Startformation von RB Leipzig im Pokalspiel gegen uns. Und im Hintergrund seht ihr unsere Startelf von Buku, der von Anfang an spielt, obwohl eigentlich gar nicht für diese Saison eingeplant wurde. Wir springen rein in die Partie in der WWK Arena. Und wir haben in der Vorschau einen Mann gesehen, der uns verlassen wird. Es geht um ihn, um Niklas Dorsch. Aber jetzt ist hier 90 Minuten DFB-Pokal angesagt. Der Tabellenletzte aus Augsburg empfängt hier RB Leipzig, das Top-Team aus der Bundesliga. Da ging Elvis Rexbichai, aber es ist Xavi Simons auf Luisa Penda und Timo Werner macht hier nach 4 Minuten schon das frühe 1:0 und man sieht den Unterschied der beiden Mannschaften. Und wenn es so weitergeht, dann werde ich auch in meiner zweiten Karriere entlassen. Gute Flanke von Leipzig und Kubek greift ein. 6 Minuten sind gespielt und es könnte schon 2:0 stehen. Ecke wird kurz gespielt auf Aidara. Mbuku sieht da nicht gut aus, Ball in den Rückraum, aber ein bisschen zu weit. Simon Kahn, der ist nicht der beste Schütze und es gibt 11 Meter nach 8 Minuten. Eine Anfangsphase zum Vergessen, Luisa Penda gegen Kubek und es steht 2:0 nach 8 Minuten. Und ja, jetzt wird es ziemlich schwierig. Nach 8 Minuten steht es hier schon 2:0. Wenn es so weitergeht, dann geht es hier eine richtig harte Klatsche. Timo Werner am Ball und macht hier direkt das 3:0. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin der Fehler. Ich bin einfach schlecht in der AFC 24. Freistoßmöglichkeit für Leipzig nach 20 Minuten. Der Ball kommt rein von Olmo, aber Dorsch kann klären. Jetzt geht es nach vorne. Demirovic kontert. Das ist eigentlich unser Spielstil. Mbuku nimmt den Ball gut mit und Mbuku mit der Chance hier, den Anschlusstreffer zu machen. Mbuku macht hier das Tor. Es steht hier nur noch 3:1. Vielleicht holen wir doch noch auf. Das war genau unser Spielstil, diese Kontersituationen ausnutzen und es ist Mbuku, der nicht gar nicht zum Kader gehört, der hier das Tor schießt. David Raum, gut in die Tiefe auf Dani Olmo, Werner und da ist Kubek zum Glück da. Oh, Fehlpass von Oxford und er wird direkt bestraft, das sage ich euch. Ja, der Ball ist nicht drin, Tanganga passt auf.
Ah, wieder ein Ballverlust von Augsburg in der Defensive. Das ist einfach dumm. Xavi Simons auf Openda. Openda mit dem 4:1. Die sind gnadenlos vorne. Versuchen es aber auch zu schön zu spielen. Das ist einfach der Fehler momentan noch. Ich komme mit diesem Konterspielstil nicht so klar. Vielleicht war das eine Fehlentscheidung. Tanganga ist da. Mbuku jetzt wieder auf Tanganga, der Engländer. Aber der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Der steht hier schon so 4:1 und es wird schwierig für uns, hier im DFB-Pokal nochmal weiterzukommen. Es geht ohne Wechseln auf beiden Seiten hier in die zweite Hälfte. Augsburg gegen RB Leipzig, DFB-Pokal Runde 2. Vargas jetzt am Ball. Vargas in den Rückraum auf Philipp Tietz und diese Chance muss man nutzen. Ecke von Rex Bitschei auf der. Oh, schon, das ist wie Dudokai, fast mit einem Tor nach einer Ecke. Gut auf Timo Werner, der auf Dani Olmo. Dani Olmo und da steht es fast 5:1. Thomas Kubek macht hier wirklich einen guten Job als Ersatztorhüter. 57. Spielminute, Ecke, Rex Bitschei, Klostermann. Oh, der Ball noch heiß und Kubek mit einem nächsten Save. Mbuku macht hier die kurze Ecke zu, also versucht es zumindest, Haidara. Gut auf Dani Olmo, Dani Olmo in den Rückraum auf Zava, Schlager auf Lukas Klostermann, der macht das gut, Openda auf Werner. Der Ball ist nicht geklärt, schlecht gespielt von uns. Xaver Schlager auf Haidara. Oh, Haidara macht das stinkfrech. Gut auf Openda, Dani Olmo. Openda wieder auf Dani Olmo. Die spielen mit uns, als wären wir F-Junioren. Und dann wechsle ich halt einfach mal alles aus, was so halb fit ist. Also Vargas kommt raus für Okugawa. Und das war's eigentlich. Wir haben keine fitte Spieler auf der Bank. Na, nächste Fünferpack-Blamage. Oder wie soll ich das nennen? Immer wenn ich selbst zocke, gibt es 5 Buden. Timo Werner am Ball. Ja, der vernascht uns ganz einfach und dann steht es hier 6:1. Ah, ich weiß nicht, an was das liegt, denn mit Leicester habe ich nicht schlecht gespielt. Ich konnte sogar Spiele gewinnen, aber ja. Openda holt hier den nächsten Elfmeter raus. Und es gibt noch eine rote Karte, by the way. Und es steht hier nicht 7:1, denn Kubek kann den Elfer halten. Ich lasse mal die Formation noch so, bis der Ball das nächste Mal draußen ist. Oder bis zum nächsten Gegentor, denn Timo Werner aber scheitert hier an Kubek. So, was könnte man jetzt wechseln für die Innenverteidigung, denn Pfeiffer ist absolut müde. Ich nehme jetzt aber einfach Dorsch raus und dann passt das so. Xavi Simons, Haidara und es ist hier das 7:1, glaube ich. Und so ist es auch, Haidara ist der Torschütze zum 7. Tor. Es gab, by the way, die nächste rote Karte für uns, für Elvis Rex Bitschei. Olmo gut auf Werner und Werner scheitert an Kubek. Und der Schiedsrichter wird wahrscheinlich jetzt abpfeifen. 2 rote Karten und eine 7:1 Klatsche in Runde 2 im DFB-Pokal. Das war nicht Bundesliga-würdig, dass wir hier gespielt haben. Ich habe vorhin gelogen mit Tabellenletzter. Wir sind jetzt nur noch Tabellen-16. Aber ja, das bringt uns gar nichts. Also momentan ist wirklich absolut scheiße. 7:1 Klatsch im DFB-Pokal, das ist nur peinlich und jetzt kann man nur hoffen, dass es besser wird. Und ich werde die Direktbegegnung gegen Heidenheim selbst zocken, das heißt Simulation gegen Freiburg, Simulation gegen Darmstadt und Simulation gegen Wolfsburg. So, ohne die gesperrten Männer geht es jetzt auswärts nach Freiburg und hier fressen wir eine 2:1 Niederlage, unser Torschütze war Reece Oxford. Jetzt geht es ran gegen Darmstadt und da muss einfach ein Sieg her, sonst ist es schon ziemlich enttäuschend. Und auch hier, wir können nicht gewinnen, wir sind immer noch sieglos. Geh auch gegen Darmstadt, unser Torschütze war Mats Pedersen. Und somit sind wir nach 7 Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz mit 3 Punkten. Ein paar Teams hatten schon den 8. Spieltag und wir treffen jetzt auf Heidenheim. Und dann müssen einfach diese 3 Punkte her, damit wir ein bisschen rauskommen da hinten. Und gegen die folgende Mannschaft müssen wir ran und da fällt besonders auf Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst. Das sind die gefährlichen Männer von Heidenheim, die wir stoppen müssen. Und vorne müssen wir einfach diese Buden machen, dann können wir ein Heidenheim schlagen und müssen wir auch schlagen, wenn wir in der Bundesliga bleiben wollen. Wir gehen mit der absoluten Top-11 in diese Partie, 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auswärts in Heidenheim. Und wir holen jetzt unsere ersten 3 Punkte in dieser Saison.
Heidenheim noch mit 0 Punkten in der Bundesliga. Wir hatten schon 3 und das waren 3 Unentschieden. Und wir wollen jetzt hier den ersten Sieg holen, bevor hier Heidenheim die ersten Punkte holt. Na, Niklas Beste. Auf der linken Seite mit der Flanke auf Tim Kleindienst. Und ich habe es angesprochen, die zwei Männer sind die gefährlichsten. Und es geht 4 Minuten und wir sind schon 1-0 hinten. Es stimmt einfach hinten und vorne nicht in Augsburg. Ruben Vargas. Demirovic. Gut auf Dorsch und jetzt unten durch auf Ruben Vargas. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Der muss die Chance suchen. Vargas schlecht. Jonas Föhrenbach im Ball mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Die kommt ungenau. Aber da ist noch Marlon Busch. Jetzt gut in die Tiefe auf Kühlwetter. Und das steht hier 2-0. Schimmer schiebt ein vor dem leeren Tor und wir sind 2-0 hinten gegen Heidenheim. Und jetzt ist endlich klar, wenn wir so weitermachen, steigen wir ab. Wir dominieren die Mannschaft. Wir spielen dieses Spiel souverän, aber wir kommen einfach nicht zu den Chancen und dann kriegen wir solche Dreckstore. Das ist einfach ein dummer Ballverlust. Dorsch holt ihn aber wieder. Dorsch gut durch die Mitte auf Ruben Vargas. Jetzt auf Ermedin Demirovic. Den muss er einfach mal machen. Demirovic verzieht aber. Vargas holt sich hier die Pille und jetzt kann er den Konter einleiten. Aber nicht mit so einem Scheißball. Kleindienst. Dorsch jetzt nach vorne. Das ist Beljo. Beljo, Dion Beljo. Auf Demirovic, wieder auf Beljo. Beljo jetzt auf Ruben Vargas. Der Einzige, der ein bisschen Tempo ins Spiel bringt. Ruben Vargas macht das gut. Ruben Vargas, Ruben Vargas. Hier zum Anschlusstreffer der Schweizer. Der Einzige, der richtig Dampf macht und der belohnt sich hier. 2-1 Anschlusstreffer. Wir haben noch die Chance. Überragend gemacht vom Schweizer, muss man wirklich zugeben. Ruben Vargas, guter Felvis Rex, Becai. Kevin Babu. Gut gemacht, Arne Meyer jetzt auf Dion Beljo. Dion Beljo fast mit dem Doppelschlag. Die Halbzeit ist zu Ende und gegen Schluss kommt ein, ja, so ein bisschen Dampf machen, ein bisschen Druck machen. Und jetzt hat man immer noch die Hoffnung auf den ersten Sieg. Die Mannschaften bleiben unverändert in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, wir können hier noch einen Punkt mindestens mitnehmen. Kevin Mbabu macht hier Dampf. Gut auf Arne Meyer, jetzt auf Dion Beljo. Aber er verzieht schon wieder. Der Kroate könnte den auch mal gerne machen. Kevin Mbabu setzt zu Gretsch an, aber ohne Erfolg. Der Beste macht es gut auf Dovedan. Dovedan auf Alexic, wieder auf Dovedan und da ist Damm. Arne Meyer jetzt am Ball. Ist eben nicht der schnellste Flügelspieler. Rex Becai. Gut auf Dorsch, jetzt auf Ruben Vargas. Gut durch die Mitte auf Demirovic. Demirovic sieht jetzt unten Arne Meyer. Arne Meyer wieder direkt zu Demirovic. Gut gespielt auf Beljo. Beljo sieht hier Ruben, Mats Pedersen. Rückraum Ruben Vargas zum Doppelpack. Ruben Vargas ist der Hoffnungsträger bei uns. So, nach diesem 2-2 werde ich jetzt wechseln. Dion Beljo kommt raus für Tietz und auf der rechten Seite kommt noch Cardona rein für mehr Tempo. Und dann Elvis Rexbitschei muss Platz machen für Arne Engels, damit er einfach ein bisschen Spielzeit kriegt. Was würden wir ohne Ruben Vargas machen? Das denke ich mir gerade in diesem Moment. Auf Tietz. Tietz. Und jetzt haben wir unten diesen Cardona mit viel mehr Tempo als Arne Meyer und das kann er jetzt hier ausnutzen. Cardona, Irving, Cardona in den Rückraum auf Demirovic, aber der wird geblockt. Engels wieder in die Mitte. Ah, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Jetzt gut von den Augsburgern. Unten durch auf Kevin Mbabu. Geht hier ein bisschen nach hinten, damit er Platz macht für Cardona, aber dann der schlechte Ball. Ballobung, Dorsch. Ruben Vargas. Demirovic wieder auf Tietz und Tietz macht hier das 3-2. Die Partie ist gedreht. Und nach diesem Tor wechsle ich schon wieder. Ich bringe jetzt noch defensive Männer. Tanganga kommt hinten links in die Defense und auf die 6 kommt noch ein Tim Breithaupt, einfach damit er Erfahrung sammeln kann, denn Dorsch geht ja im Winter. Oh mein Gott, wir könnten hier wirklich jetzt den ersten Dreier mitnehmen, nachdem ich schon gebrochen war nach dem 2-0. Oh, Pfeiffer, was ein Gott, wie er da hochkommt. Demirovic auf Tietz und jetzt unten auf Cardona. Cardona nimmt hier jetzt ein bisschen Tempo auf, blockt ab. Mbabu läuft mit Mbabu. Kevin Mbabu, der Ball ist noch heiß. Philipp Tietz scheitert an Eicher.
Gut nach oben gespielt, die Chance für Marlon Busch hier Tempo zu machen gegen Tanganga, der ist frisch eingewechselt, zeig was du kannst und da ist Tanganga mit Champions League und Europa League Erfahrung. Aber Marlon Busch holt sich hier den Ball zurück, Felix Uduokhai ist gefordert. Da ist Dovedan gut in den Rückraum auf Schöpner. Ja, zu viel Platz lassen wir da im Stürmer von Heidenheim und dann steht es hier 3:3. Oh mein Gott, Pieringer, der Ex-Schalker oder Ex-Paderborner besser gesagt, macht hier das 3:3. Sein Dienst. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, ich glaube in meinen Augen nicht. Ich kann es nicht fassen. Wir verlieren diese Partie noch. Wir drehen einen 2:0 Rückstand auf 3:2 und jetzt steht es hier 4:3. Tietz. Cardona, bitte mach etwas Gutes draus. Cardona, gut auf Philipp Tietz, aber zu ungenau in der 91. Spielminute und wir verlieren gegen Heidenheim. Wir sind zu dumm, um ein Spiel zu gewinnen. Und das musst du erstmal verdauen. Du drehst ein 2:0 auf ein 3:2 und verlierst dann, obwohl du spät das 3:2 geschossen hast, noch 4:3 gegen Heidenheim, die noch keinen Punkt geholt haben in der Bundesliga. Und so sind wir jetzt sogar hinter Heidenheim. Ah nein, sie hatten schon einen Punkt, sorry. Fehler von mir. Sie haben jetzt 4 Punkte. Und somit geht es rein in die Simulation gegen Wolfsburg. Und auch hier verlieren wir natürlich mit 2:1. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ja, somit beenden wir diese Folge nach 9 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. Und ja, in der nächsten Folge werden wir die Hinrunde beenden und da haben wir folgende Partien zu sehen. So geht es gegen Köln, Hoffenheim, Union Berlin. Und dann noch gegen Frankfurt, Bremen, Stuttgart und Borussia Dortmund. Und dann ist diese Hinrunde vorbei und dann ist hier wieder ein Transferfenster. Wir brauchen einen neuen Sechser, also schreibt mir in die Kommentare rein, wen wir als Dorschersatz holen sollen, damit wir den Nichtabstieg noch holen können. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, in der nächsten Folge holen wir endlich den ersten Sieg. Denn ja, die Mannschaft ist gut genug. Die könnte locker Mittelfeld mitspielen. Aber irgendwie ist der Knopf drin. Ich habe das Gefühl, wenn wir ein Spiel gewinnen, dann löst sich das Ganze und dann werden wir Sieg für Sieg einfahren. Aber ja, dafür brauche ich jetzt eure Unterstützung. Like das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns am Dienstag wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao.